Willkommen zu einem neuen Beitrag. Derzeit läuft in unseren Kinos der zweite Teil des Films Conjuring und beide Teile sollen auf einer wahren Begebenheit beruhen. Das behaupten natürlich viele Horrorfilme von sich, aber das Besondere an den Conjuring-Filmen ist, dass dies die Geschichte von Ed und Lorraine Warren ist. Und diese beiden, die gehörten einer Organisation an, die sich der Erforschung paranormaler Aktivitäten widmete. Und diese Organisation, die machte das mit ihren Mitarbeitern hauptberuflich. Und ebenso leben die anderen Protagonisten der Filme, also die betroffenen Familien, immer noch. Und die geben Interviews über das, was damals geschehen ist. Und man kann sich das eins zu eins von ihnen erzählen lassen. Aber war es tatsächlich so, wie die Filme zeigen? Lief das Ganze wirklich so ab? Oder war es vielleicht ganz anders, nicht weniger gruselig, aber dann doch etwas anders? Lorraine Warren ist heute eine ältere Dame. Ihr Mann Ed, der ist 2006 leider schon verstorben. Aber sie erinnert sich noch sehr gut an die Geschehnisse aus dem Jahre 1970-71, die sie mit Sicherheit ihr ganzes Leben nicht mehr vergessen wird. Die Kinder waren sehr davon betroffen. Es war wirklich schlimm. Das war so ein grausamer Ort. Ein wirklich sehr, sehr grausamer Ort. Als Ed und Lorraine Warren sich kennenlernten, da merkten sie sehr schnell, dass sie ein gemeinsames Interesse hatten. Das Übersinnliche. Wenig später heirateten sie und gründeten eine Familie. In ihrer freien Zeit widmeten sie sich ihrem Hobby. Sie nahmen an Seancen teil und sie studierten alte Bücher, in denen es darum ging, wie man Geister und Dämonen bekämpft. Bald schon waren sie so etwas wie Experten auf diesem Gebiet und das sprach sich auch sehr schnell herum. Wenn in ihrer Nachbarschaft oder in den Nachbarorten jemand glaubte, er wäre von einem Fluch belegt oder in seinem Haus würde es spuken, dann führte der Weg zu Ed und Lorraine Warren, die sich der Sache annahmen. Aber die beiden waren nicht blind, Dämonen und geistergläubig, sondern sie gingen diese Sachen kritisch an. Und meist fanden sie eine ganz normale Erklärung für die Vorfälle, die ihnen gemeldet wurden. Aber eben nur meist, denn es gab Fälle, bei denen waren die beiden davon überzeugt, dass es sich um Spuk oder um Dämonen handelte. Sie gründeten die Neuenglische Gesellschaft zur Erforschung des Übersinnlichen und Spenden und eine Stiftung, die sorgten dafür, dass die beiden, unterstützt von ein paar weiteren Menschen, diese Arbeit hauptberuflich machen konnten. Bis zum Tod ihres Mannes im Jahre 2006, so sagt Lorraine Warren, haben die beiden über 50 Familien geholfen, die von Dämonen oder Geistern heimgesucht wurden. Im Jahre 1970, da kauften Roger und Charlene Perron dieses Haus in Harrisville, Rhode Island. Das Haus wurde bereits im Jahre 1739 gebaut und zu dem Haus gehörte ein großes Grundstück und eine Scheune. Die Perrons waren froh, dieses Haus gefunden zu haben. Endlich hatten sie ein Haus, das genug Platz für sie und ihre 5 Töchter bot. Es stand schon einige Zeit leer und es wurden ein paar Renovierungsarbeiten fällig, aber Roger Perron
war handwerklich begabt und sah darin keine Schwierigkeit. Das Haus wurde ihnen sehr preiswert angeboten und das Ehepaar ging davon aus, dass der Grund dafür die fälligen Renovierungsarbeiten waren. Wahrscheinlich aber war der Grund ein ganz anderer. Auf dem Foto seht ihr die Familie Perron. Das Bild wurde vom Vater aufgenommen, so dass dort nur die Mutter und die 5 Töchter zu sehen sind. Die Freude über das neue Haus, die war bei allen groß und bald schon kam der Tag des Einzugs. Die Zimmer wurden unter den Mädchen aufgeteilt und alle waren sicher, dass sie dort ein glückliches Familienleben führen können. Vater Perron begann dann auch mit den Renovierungsarbeiten in dem Haus. Es dauerte ein paar Monate, bis er damit fertig war und als all die Arbeiten erledigt waren, da widmeten sich die Perrons dem Garten und der Verschönerung des Hauses. Alles schien in bester Ordnung. Etwa zur Jahresmitte des Jahres 1971, da verbreitete sich im Haus der Perrons der Geruch von Fäkalien. Dieser wurde immer stärker und zog Unmengen von Fliegen an. Sie informierten einen Installateur, doch der konnte keinen Grund für die Gerüche finden. Ein herbeigerufener Kammerjäger, der konnte die Fliegen zwar beseitigen, aber nur vorübergehend. Nur wenige Tage später war das Haus wieder voll mit Fliegen. Das Ganze ging ein paar Tage weiter, bevor dann der Geruch und die Fliegen verschwanden. Aber in gewisser Regelmäßigkeit kam beides immer wieder zurück. So verging einige Zeit, aber irgendwann einmal begann es damit, dass nachts im Haus seltsame Geräusche zu hören waren. Poltern, Klirren, ja sogar ein Weinen war zu hören. Während ihre Töchter schon verängstigt waren, da glaubten die Eltern der Familie Perron, dass sich das Ganze sicher auf ganz natürliche Weise erklären ließ. Der Vater durchsuchte das ganze Haus nach knarrenden Holzbalken, aber er fand nichts und das Ganze wurde auch nicht besser, sondern es wurde immer schlimmer. Über Nacht wurden im Haus Möbel verrückt, Schränke geöffnet oder der Inhalt der Schränke auf dem Boden des Hauses verteilt. Zunächst gingen die Eltern der Familie Perron davon aus, dass sich vielleicht eine ihrer Töchter einen dummen Scherz mit der Familie erlauben würde. Aber die Vorfälle im Haus, die wurden immer heftiger. Waren es zunächst nur Gegenstände, die verrückt wurden oder Schränke, die ausgeräumt wurden, da kam ein Tag, da änderte sich alles. Im Keller des Hauses, da hatten die Eltern der Familie Perron beim Einzug einige Spielsachen ihrer Kinder verstaut. Und dann kam der Tag, an dem 2 der Mädchen aus dem Keller einige Spielsachen holen wollten. Als sie den dunklen Keller betraten, da entdeckten sie plötzlich eine Gestalt. Später beschrieben sie das Ganze mehr als einen Schatten, der sich seltsam abgehackt auf sie zubewegte. Natürlich gerieten die Mädchen in Panik und rannten schreiend die Treppe hinauf, um ihren Eltern davon zu berichten. Natürlich waren die Eltern beunruhigt, aber noch taten sie das Ganze als Einbildung ihrer Kinder ab. Wenige Tage später, da war der Vater der Familie unterwegs und die Mutter war allein mit ihren Kindern im Haus. Sie ging in den Keller, um einige Dinge zu erledigen, doch dann plötzlich schlug hinter ihr die Tür zu und vor ihr stand der Geist eines kleinen Mädchens. Das Mädchen schaute sie zunächst nur an, doch dann kam es auf sie zu und attackierte die Mutter. Gleichzeitig wurde im Wohnzimmer der Familie die älteste Tochter von dem Geist einer alten, entstellten Frau angegriffen. Diese packte das Mädchen und schmiss es durch das Zimmer. Unten im Keller widerfuhr der Mutter Ähnliches. Während dieses geisterhafte Mädchen sie beobachtete, wurde die Mutter von irgendetwas, was nicht zu sehen war, durch den Raum gezogen. Und genauso plötzlich, wie diese beiden Geister auftauchten, da verschwanden sie auch wieder. Die Mutter rannte voller Panik hinauf zu ihren Töchtern und entdeckte ihre älteste Tochter im Wohnzimmer auf dem Boden liegend, die ihr unter Tränen und Panik berichtete, was ihr gerade widerfahren war.
Der anfängliche Gedanke, dass sich alles, was in diesem Haus vor sich ging, sicherlich irgendwie auf natürliche Weise erklären ließe, der wich in diesem Moment nach Aussagen der Eltern der Familie Perron, der Gewissheit, dass sie es mit etwas Übernatürlichem zu tun hatten. In dieser Not, da wandten sich die Eltern dann an Ed und Lorraine Warren. Und die zögerten nicht lange, packten ihre Sachen und zogen in das Haus der Familie Perron. Und dort nahmen sie ihre Arbeit auf. Es dauerte nicht lange und die beiden wurden Zeugen von dem, was in dem Haus vor sich ging. Insbesondere auf die ältere Tochter der Familie Perron, da hatten es die Geister abgesehen. Ed und Lorraine Warren, die wurden mehrfach Zeugen davon, wie dieses Mädchen von den Geistern attackiert wurde. Urplötzlich wurde sie von unsichtbaren Händen gegriffen und durch das Zimmer geworfen. Die Versuche von Ed und Lorraine, dieses Mädchen festzuhalten, die scheiterten. Mit einer immensen Kraft wurde ihnen das Mädchen entrissen. Aber auch die anderen Familienmitglieder waren weiterhin den Attacken der Geister ausgesetzt und von allem wurden Ed und Lorraine Warren Zeugen. Während Lorraine versuchte, mit den Geistern in Kontakt zu treten, widmete sich Ed der Geschichte des Hauses. In den alten Verzeichnissen des Ortes wurde er dann fündig und konnte relativ gut nachvollziehen, wer das Haus bis zum Zeitpunkt bewohnt hatte, in dem die Perrons dort einzogen. Und tatsächlich fand er in den alten Unterlagen Vermerke, dass sich eine der Besitzerinnen des Hauses in dem Haus erhangen hatte und dass dort ein Mädchen ermordet wurde. Ed entdeckte noch weitere Vermerke darüber, dass in diesem Haus seit seiner Erbauung mehrere Menschen verstorben waren. Ed war davon überzeugt, dass an diesem Haus ein Exorzismus durchgeführt werden musste. Während Ed diese ganzen Informationen sammelte, da bemerkten Lorraine und die Bewohner des Hauses, dass die Geister offensichtlich sehr wütend wurden. Mit einem Mal, so berichtete Lorraine später, brach in dem Haus die Hölle los. Jeder Einzelne, der sich dort aufhielt, wurde von den Geistern attackiert. Sie wurden gepackt und hin und her geschmissen, an den Füßen durch den Raum gezogen oder mit Gegenständen beworfen. Ed versuchte in dieser Zeit, den Pfarrer ausfindig zu machen, um ihn um einen Exorzismus an dem Haus zu bitten. Aber Ed konnte den Pfarrer nicht finden, also fuhr er zurück zum Haus der Perrons. Als er dort eintraf, da fand er die Familie und seine Frau mit zahlreichen Blessuren vor. Ed und Lorraine Warren, die sprachen kurz miteinander und ihnen wurde klar, dass hier kein Aufschub mehr möglich war. So beschlossen sie, dass Ed den Exorzismus selbst durchführen sollte. Inzwischen war früher Abend und Ed und Lorraine Warren begannen im Beisein der Familie Perron mit dem Exorzismus. Doch während sie das taten, da sprang die Mutter der Familie plötzlich auf, lief in die Küche, holte ein großes Messer und versuchte damit auf ihre älteste Tochter einzustechen. Lorraine Warren sagte später, dass dies der Moment war, in dem ein Geist oder ein Dämon von der Mutter Besitz ergriffen hatte. Und im letzten Moment konnten die Anwesenden verhindern, dass sie ihre Tochter erstach. Den Warrens wurde klar, dass diese Mächte in diesem Haus einfach zu stark für sie waren und sie rieten der Familie mit ihnen zusammen, das Haus nun zu verlassen. Draußen versuchte die Mutter ein weiteres Mal, ihre älteste Tochter zu töten, indem sie sie anfiel und würgte. Auch das konnte verhindert werden. Dann, so kann man in einem Buch lesen, das die Warrens verfasst haben, schien sich etwas von ihrem Körper zu lösen. Ein dunkler Schatten, der sich zurück ins Haus begab. Ed suchte das nächste Telefon auf. Er rief einen befreundeten Geistlichen an, schilderte ihm die Situation und bat ihn umgehend, zum Haus der Perrons zu kommen. Wenige Stunden später traf der Geistliche dort ein und führte zusammen mit Ed einen Exorzismus am Haus durch. Während dieses Exorzismus da gab es keinerlei Gegenwehr von den Dämonen oder Geistern, die sich dort im Haus aufhalten sollten. Danach schien das Haus bereinigt. Die Perrons kehrten zurück in ihr Heim
Und Ed und Lorraine Warren verbrachten noch einige Tage mit ihnen zusammen, bis sie sicher waren, dass das Haus frei von jeder Bedrohung war. Dann verließen sie die Familie. Aber wie ging es danach weiter mit der Familie Perron? Es gibt da verschiedene Informationen, die man im Internet oder auch in einem Buch, das ich hier habe, finden kann. Eine Aussage liegt leicht sich, nämlich dass nach diesem Exorzismus leider immer noch nicht Schluss war mit den Vorfällen im Haus. Allerdings waren die nie wieder so stark wie vor dem Exorzismus. Es gab immer wieder Möbel, die verschoben wurden oder Knarren und Lachen und solche Dinge oder Weinen. Aber die Bewohner wurden nicht mehr angegriffen. Dann soll es so gewesen sein, dass sie nach 10 Jahren genug davon hatten und endgültig auszogen. In dem Buch, was ich habe, ist von 10 Monaten die Rede, was mir persönlich dann etwas realistischer vorkommt. Denn wenn es diese Vorfälle gegeben hat, dann glaube ich nicht, dass da noch jemand 10 Jahre in solch einem Haus wohnt und dann irgendwann sagt, so, jetzt habe ich aber genug, nach 10 Jahren, jetzt bin ich mal weg. Ich glaube, dass das dann eher schon nach 10 Monaten der Fall wäre. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht wirklich. Es gibt da halt diese 2 unterschiedlichen Aussagen. Die Perrons, die haben verschiedene Interviews gegeben und in diesen Interviews, da wirkten sie glaubwürdig. Glaubwürdig in dem Sinne, dass sie davon überzeugt sind, was sie dort erlebt haben. Die älteste Tochter der Familie Perron, die wohl das Hauptziel der Attacken war, die ist später Autorin geworden und hat noch 3 Bücher, neben ihren Romanen, noch 3 Bücher über ihre Erlebnisse in diesem Haus verfasst. Das allerdings dann erst viele Jahre später, denn zum Zeitpunkt der Vorfälle waren die Mädchen der Familie ja alle noch kleine Kinder. Der Vater der Familie Perron, der ist mittlerweile verstorben, nur die Mutter lebt von den Eltern noch. Ed und Lorraine Warren, die widmeten sich weiter diesen Dingen und die waren noch an anderen Fällen beteiligt, die auch sehr bekannt sind. Vielleicht kennt einer von euch noch diese Geschichte von Amityville, also diesen Amityville Horror, so hieß ja ein Film, der danach gedreht wurde. Daran waren dann auch Ed und Lorraine Warren beteiligt, die wurden später hinzugerufen, nachdem es in dem Haus zu ähnlichen Vorfällen kam. Und ebenso arbeiteten sie an den Fällen dieser Annabelle-Puppe, die ja mehrere Menschen auf dem Gewissen haben soll, und an verschiedenen anderen sehr bekannten Geschichten über Spuk, über Besessenheit durch Dämonen oder Geister. Natürlich ist Hollywood immer dankbar für solche Stories, aber man muss jetzt die Reihenfolge im Auge behalten. Diese Sachen, die passierten Jahrzehnte, bevor die Filme darüber gedreht wurden. Es ist also nicht so, dass diese Sachen irgendwie publik gemacht wurden und dann 2 Monate später der Film dazu erschien. Ed und Lorraine Warren, die sind schon sehr bekannt in der Szene, ich sag jetzt mal Szene, der Geisterjäger. Lorraine, die bewohnt heute alleine ein kleines Haus und in diesem Haus hat sie einen Raum und in diesem Raum, da findet man allerlei Gegenstände, die sie gesammelt hat bei Fällen dämonischer Besessenheit oder bei Fällen, in denen sie sich mit der Anwesenheit von Geistern befassen musste. Zum Beispiel auch die Puppe Annabelle. Sie sagte einmal sinngemäß, wir leben in einer aufgeklärten Zeit, da ist für solche Dinge eigentlich kein Platz. Und niemand glaubt an Geister und Dämonen, bis er einmal von ihnen besucht wird. Für sie selbst, aufgrund ihrer Erfahrungen, die sie gemacht hat, da steht es völlig außer Frage, dass es Geister oder Dämonen gibt. Das war also jetzt die Geschichte hinter dem Film Conjuring, und zwar dem ersten Teil. Der zweite Teil, der befasst sich mit einem anderen Fall, in dem Ed und Lorraine Warren aktiv wurden. Es gibt Stimmen, die sagen, das alles ist kompletter Unsinn. Es kann ja sein, dass so etwas passiert ist, aber eben nur in der Überzeugung der Betroffenen.
Die Leute gehen davon aus, dass Dinge völlig falsch interpretiert wurden oder dass man sich selbst, ohne dass man es merkt, Verletzungen zugefügt hat und so weiter und so fort. Und dass das Ganze dann in Geister- und Dämonengeschichten hineinprojiziert wurde und das alles nur Einbildung ist. Andere behaupten natürlich, es gibt Geister und Dämonen und das alles passiert so, wie es in diesen Fällen passiert. Es gibt Besessene, es gibt Spuk, es gibt Dämonen, die von den Menschen Besitz ergreifen. Es ist alles so, wie man dort sieht. Wie seht ihr denn das, würdet ihr sagen? Ed und Lorraine Warren bewegen sich da auf einem Feld, das tatsächlich existiert. Es gibt tatsächlich Dämonen und Geister und Häuser, in denen das Menschen das Leben durch diese zur Hölle gemacht wird. Oder würdet ihr sagen, das ist alles Unsinn, das ist alles selbst fabriziert, erdacht oder einfach falsch wahrgenommen? Ich bin gespannt auf eure Meinung zu diesem Fall und ich hatte ja ein paar Anfragen in den Kommentaren, dass ich doch mal meine eigene Meinung zu den Themen schildern sollte. Eigentlich wollte ich das ungern machen, gelegentlich lasse ich sie ja mal anklingen, aber ich wollte eigentlich neutral bleiben bei diesen Sachen, weil ich nicht genau weiß, was die Wahrheit ist. Ich denke aber, dass man sich keine Möglichkeit verschließen sollte. Weil dann rennt man unter Umständen an einer wichtigen Information oder an einer Wahrheit vorbei. Also, meine Meinung ist, dass ich nicht weiß, was in diesem Haus wirklich passiert ist, dass ich aber weder das eine ausschließe, noch das andere. Solange, bis ich eine tatsächliche Information habe, was wirklich passiert ist. Ich schließe also nicht aus, dass es vielleicht Geister und Dämonen waren. Ich schließe aber auch nicht aus, dass das wirklich selbst verursacht sein könnte. Ich warte auf eine Information, die mir Klarheit verschafft. Was ich aber nicht tun werde, ist mich gegen eine der beiden Varianten zu sperren. Also, wenn ihr mögt, schreibt mir doch mal eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch der Film gefallen hat, dann bitte ich um einen Daumen hoch, das würde mich freuen. Und ansonsten, da hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder.